Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Leute, guckt mal, wo ich gerade sitze. Nicht schlecht, ne? Auf den Balken hier baue ich mir heute ein Baumhaus. Und zwar hier mitten im Wald. Und darum geht's auch in der Sendung. Um Wald. So, jetzt könnt ihr mich hier wieder runterholen, bitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe den Wald. Ungefähr ein Drittel von Deutschland ist mit Wäldern bedeckt. Und in denen gibt es über 50 verschiedene Baumarten. Und unsere Wälder sind ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Insekten. Außerdem sind Wälder super wichtig für die Umwelt. Sie halten nämlich unsere Luft sauber und produzieren Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Und wie die Bäume das genau machen und warum es so wichtig ist, dass wir sie schützen, das checke ich heute. Dafür gehe ich mit einer Försterin in den Wald und suche mit ihr die Tiere, die im Wald leben. Ich fahre mit einem Umweltforscher hoch hinaus über die Baumkronen und das Beste, ich erfülle mir einen Kindheitstraum und baue ein cooles Baumhaus. Also, alle bereit? Hier kommt der Waldcheck. Hallo? Hallo? Und jetzt die Checkerfragen. Welche Tiere leben bei uns im Wald? Warum ist der Wald wichtig für das Klima? Und wie baut man ein Baumhaus? Das check ich für euch. Los geht's heute im Nürnberger Reichswald. Hier treffe ich Marion. Sie ist Försterin. Hallo Marion. Hallo Tobi. Wer ist das denn? Das ist der Jackel. Hallo Jackel. Kommt er auch mit? Ja, natürlich. Der ist immer mit dabei. Ist er? Und das heißt, wir drei gehen heute zusammen in den Wald? Genau. Als Försterin passt Marion auf, dass es allen Pflanzen und Tieren im Wald gut geht. Sag mal, wo kommen die ganzen Bäume in den Wäldern eigentlich her? Genau, also ein Teil von den Bäumen kommt von den alten Bäumen. Das heißt, da fallen die Zapfen runter. So wie der. Aha. Die Zapfen fallen irgendwann runter, fallen auf den Boden. Ja. Und da sind die Samen drin und aus diesen Samen wachsen dann wieder neue kleine Kiefern auf. Und ein Teil von den Bäumen wird von uns gepflanzt. Zum Beispiel diese Buchen da, die sind alle gepflanzt, weil es gibt hier keine alten Buchen. Das heißt, hier könnten nie junge, neue Buchen nachwachsen. Ah, verstehe. Weil die Samenbäume fehlen. Deswegen pflanzen wir die Buchen. Wie alt sind jetzt zum Beispiel die Bäume, die hier stehen? Also die Kiefer ist ungefähr 80 Jahre. Wahnsinn. Und die Buche ist vielleicht so 10 bis 15 Jahre. Die ist ja gerade mal so groß wie ich. Oder halt ein bisschen größer. Bis ein Baum so hoch gewachsen ist wie der hier, dauert es so lang wie ein ganzes Menschenleben. Wie alt ein Baum war, kann man am Baumstumpf erkennen. Man muss nur die Ringe zählen. Jeder Ring steht für ein Jahr. Bevor wir zählen, wollen wir wetten, wie alt er war. Okay, ich schätze, großer Baum, 60 Jahre. Okay, ich sag 100. Ach komm, nie im Leben. Ist ein großer Baum. Zählen wir mal. Oh, da sind schon 60. 91, 92, 93, 94, 95, 93. Gewonnen. Ja, Mist. Stellt euch mal vor, in Deutschland würde es überhaupt keine Städte geben. Auch keine Dörfer, keine Straßen oder Felder. Was glaubt ihr, wie würde es dann hier aussehen? Deutschland wäre ein einziger riesiger Wald. Und in dem Wald würden vor allem Buchen wachsen. Buchen sind Laubbäume. So sehen die Buchenblätter aus. Wie alle Laubbäume verliert die Buche ihre Blätter im Herbst und kriegt im Frühling neue. Und jetzt mal ein kleines Quiz. Kennt ihr den Baum hier? Ne? Ich helfe mal, so sieht das Blatt aus. Also, genau, das ist eine Eiche. Die kann 500 Jahre oder sogar noch älter werden. Und hier der nächste Quizbaum. Na? Genau, eine Fichte. Die hat keine Blätter, sondern Nadeln. Deswegen ist die Fichte ein Nadelbaum. So, und einen habe ich noch. Was für ein Baum ist das hier? Kleiner Tipp, es hat was mit Weihnachten zu tun. Na? Genau, das ist eine Tanne. Erkennt man an den Zapfen. Die schauen bei der Tanne immer nach oben. Wenn in einem Wald vor allem Laubbäume wachsen, so wie hier, dann ist es ein Laubwald. Ein Wald mit lauter Nadelbäumen nennt man Nadelwald. Und wenn es in einem Wald beides gibt, also Nadel- und Laubbäume, dann heißt er Mischwald.
Was sind eigentlich für dich als Försterin so die Hauptaufgaben im Wald? Also das Wichtigste ist, dass ich die Bäume auswähle, die gefällt werden müssen. Mhm. Das heißt, entweder wenn die krank sind, wenn sie einen Käfer haben, der die frisst, oder wenn sie zu alt sind, oder wenn andere Bäume daneben stehen, die einfach mehr Platz brauchen. Okay, und dann müssen die gefällt werden und du entscheidest, welche das sind. Genau, und ich markiere die dann. Aha. Mit Sprühfarbe, kommt dann da einfach ein Punkt dran. Das habe ich schon mal gesehen im Wald, diese orangen Punkte oder so auf Bäumen. Genau, und dann wissen die Leute, der muss gefällt werden. Ah, krass. Genau. Und können wir sowas heute auch machen? Ja, gerne. Echt? Ja. Kann ich mal so Sprühfarbe haben, bitte? Super, danke. Sowas einfach, ne? Genau. Baum wird gefällt. Ja. Na dann los. Ja, dann los. Schau mal, Tobi, den Baum müssen wir auch fällen. Warum? Weil der hat, da ist der Käfer drin. Aha. Siehst du das? Das ist schon so ein bisschen Bohrmehl. Ja. Und da sieht man auch, da ist schon Rinde runtergeflogen. Ja. Und da sieht man innen die Gänge, wo sie der entlang bohrt. Diese feinen Linien. Ja, genau. Also diese Käfer sind schlecht für die Bäume, oder? Ja, genau. Die Bäume sterben da ab. Ah, wow. Wenn der Käfer sich da einbohrt. Ach so. Genau. Und damit der Käfer nicht andere Bäume rundherum befällt, muss der Baum schnell gefällt werden. Also markiere ich den. Alles klar. Marion kontrolliert jeden Tag, ob sie neue Bäume markieren muss. Der hier zum Beispiel wird gefällt, damit die kleinen Bäume außenrum mehr Platz haben. Und guckt mal, der hat keinen Strich, sondern eine Welle. Der darf stehen bleiben, weil darin ein Specht wohnt. Ganz cool, ne? Jetzt? Eine Frage an euch. Wo wächst der Regenwald? A. In Europa? B. Am Äquator? Oder C. Am Südpol? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Boah, der Baum liegt hier aber auch schon eine Weile, oder? Ja, den haben wir auch extra da liegen lassen. Man sieht, der ist schon ganz schön bemoost. Ja, voll, hier da, überall. Genau. Da wachsen schon ein Haufen Pilze drauf. Diese Riesendinger hier. Genau. Da ist schönes Moos oben drauf. Wir können mal ein Stück abheben und schauen, ob wir irgendwas sehen. Genau, Jackel hilft mit. Da ist ein ganz neues, großes Bohrloch. Also auch der Baum, auch wenn er tot ist, ist wieder Lebensraum für kleinere Tiere. Genau, richtig. Und die zersetzen den jetzt schon langsam. Dann irgendwann wird er wieder zur Erde. Im Wald sind alle Tiere und Pflanzen aufeinander angewiesen. Die Blätter der Pflanzen, die Rinde und die Früchte sind Futter für viele Tiere. Für Raupen und Käfer genauso wie für Rehe zum Beispiel. Stirbt ein Tier, fressen es Würmer und Insekten auf. Auch tote Bäume werden von Insekten und Pilzen zersetzt. Daraus entsteht wieder neue Erde, auf der neue Pflanzen wachsen können. Man nennt das auch den Kreislauf der Natur. So, Marian und ich gehen jetzt auf Spurensuche. Wir suchen nach den Tieren des Waldes. Und welche das sind, kläre ich in meiner ersten Checker-Frage. Welche Tiere leben bei uns im Wald? Die sind unheimlich scheu und die meiden uns Menschen eigentlich. Mhm. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwelche Spuren von denen finden. Oh ja. Vielleicht eine Losung. Losung ist die Kacke von denen, ne? Genau. Sagen Förster nämlich Losung zu. Tierkacke. Dann suchen wir jetzt. Genau. Da schauen wir jetzt, Tobi. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Die Pfütze? Ja, die Pfütze. Eine Pfütze halt. Eine Pfütze halt. Sieht aus, als wäre vielleicht mal ein Auto drin stecken geblieben und hätte so Löcher gegraben. Genau, aber wenn du mal schaust, da sind überall Spuren außenrum. Man sieht da ganz schön. Ja, hier sind so Abdrücke, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, klar. Wow, was für Tiere sind das denn? Das sind Wildschweine. Ach komm. Und die kommen da in der Nacht und suhlen sie da drin. Das heißt, die nehmen da ein Schlammbad, damit die... Jackel trinkt erstmal davon. Genau. Okay, also da haben sie aber vorher noch Wildschweine drin gesuhlt. Da haben sie heute Nacht nur Wildschweine drin gesuhlt. Das machen die so zur Fellpflege, damit sie nicht so von den Mücken gestochen werden. Aha. Und da wälzen sie die richtig. Das ist eine Spur, ist ja Wahnsinn. So, ich suche jetzt auch mal. An manchen Tagen, sagt Marion, kann man im Wald hunderte verschiedene Spuren finden. Ha, Marion, da ist Kacke. Also Losung. Guck mal. Oder? Sag mal her. So Köttel. Ja, genau. Das ist vom Reh. Vom Reh? Ja. Ach, Wahnsinn. Und wann war das hier? Kann man das sagen? Ist das frisch? Also ganz frisch ist es nicht mehr. Ich denke, es ist vielleicht so vor 3-4 Tagen da durchgekommen. Ah, okay. Genau. Also nicht gerade eben erst. Aber Rehlosung gefunden. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Wir wollen Tiere beobachten und die kommen nicht, wenn sie uns hören. Deshalb darf auch Marions Hund nicht mit. Also ab auf den Hochsitz. Und jetzt? Boah, da muss man echt geduldig sein. Ich guck auch mal.
Nichts zu sehen. Ja, aber da bewegt sich doch jetzt wirklich was. Guck mal gerade. Siehst du es? Ja, zwischen den zwei Gartenbäumen am Ende. Ja, tatsächlich. Da steht eins. Ernsthaft? Ja, guck. Ganz langsam bewegen, sonst sieht's uns. Ja, Wahnsinn. Siehst du es? Ein echtes Reh. Mega cool. Diese Rehkuh ist ungefähr ein Jahr alt. Aber nicht nur Rehe und Hirsche gibt es im Wald, sondern zum Beispiel auch Füchse. Guckt mal, wie süß die sind. Dass es Wildschweine gibt, wissen wir ja schon. Aber im Wald leben auch Eichhörnchen und sogar so seltene Tiere wie Wölfe oder Luchse. Insgesamt leben im Wald mehrere tausend Tierarten. Genau gezählt hat sie aber noch keiner. Im Wald leben Insekten und Vögel, aber auch Rehe, Füchse, Wildschweine und seltene Tiere wie Wölfe und Luchse. Gecheckt. Jetzt bin ich in einem Wald bei Freising. Hier bin ich mit Christian verabredet. Er ist Forstwissenschaftler, kennt sich also super damit aus, warum der Wald nicht nur für Tiere, sondern auch für uns Menschen so wichtig ist. Und er hat sicher die Antwort auf meine zweite Checkerfrage. Warum ist der Wald wichtig für das Klima? Naja, ohne grüne Pflanzen könnten wir nicht leben auf dieser Erde. Die Pflanzen produzieren erst den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Wie macht eine Pflanze das genau, dass sie Sauerstoff herstellt? Ja, jedes Mal, wenn du ein grünes Blatt siehst, dann ist da Chlorophyll drin. Das ist dieser grüne Farbstoff. Ja. Und zusammen mit Sonnenlicht, CO2 und Wasser aus dem Boden produziert der Baum dann Zucker, um wachsen zu können, um Holz herzustellen und Blätter und Äste. Ja. Und als Nebenprodukt, als Abfall im Prinzip wird Sauerstoff frei, den der Baum auch selber zum Atmen braucht. Aber er produziert halt viel mehr Sauerstoff, als er selber gebrauchen kann. Und deswegen gibt er das in die Luft ab und wir können es dann atmen. Bäume und Pflanzen haben also eine für alle Lebewesen lebenswichtige Fähigkeit. Sie produzieren Sauerstoff. Und das geht so. Überall in der Luft um uns rum ist ein Gas, das CO2 oder auch Kohlendioxid. Es ist ein ganz natürliches Gas, das zum Beispiel auch wir Menschen ausatmen. Und dieses CO2 wird von den Blättern mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser in zwei neue Stoffe umgewandelt. Zucker und Sauerstoff. Den Zucker brauchen die Pflanzen zum Wachsen. Und der Sauerstoff ist wichtig für alle Lebewesen, denn den brauchen wir zum Atmen. Den ganzen Vorgang nennt man Photosynthese. Kann man das irgendwie sehen, wie so eine Pflanze den Sauerstoff herstellt? Wir können ein kleines Experiment machen. Voll gern. Ja, ja klar. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Glas Wasser und ein Blatt. Glas Wasser bitte. Blätter haben wir hier ja überall genug. Und dann stellen wir das Glas in die Sonne und schauen, was passiert. Guck mal, hier ist doch Sonne. Ja, perfekt. Stell ich es einfach da drauf. So, und jetzt? Jetzt warten wir. So ungefähr 20 Minuten muss man warten. Und, meinst du, man kann schon was sehen? Ja, bestimmt. Lass mal gucken. Da sieht man ganz große Blasen. Das ist der Sauerstoff. Ach komm, ist ja toll. Das heißt wirklich, in den paar Minuten jetzt hat das Blatt schon Sauerstoff produziert, genau. Nur weil Sonne drauf fiel, weil es im Wasser steht und weil Chlorophyll im Blatt ist. Genau. Der Wald produziert also die ganze Zeit frischen Sauerstoff. Und gleichzeitig reinigen die Bäume unsere Luft von Abgasen. Wie eine große Luftreinigungsmaschine. Aber die Wälder bei uns haben ein Problem. Wisst ihr noch vorhin, das CO2? Zu viel davon ist schlecht. Unsere Autos, Flugzeuge und Fabriken pusten viel CO2 in die Luft. Das Gas wirkt dann wie so eine unsichtbare Hülle um unseren Planeten. Da kann die Wärme der Sonne zwar rein, aber nicht mehr so gut raus. Und dadurch heizt sich die Erde auf. Und bei uns regnet es immer weniger. Der Vorgang heißt Klimawandel. Christian forscht, wie die Wälder bei uns auf den Klimawandel reagieren. Dazu macht er ein besonderes Experiment in seinem Waldlabor. Er simuliert den Klimawandel. Ein paar Versuchsbäume werden künstlich trocken gehalten. Wenn es regnet, schließen sich diese Dächer automatisch und kein Tropfen Wasser kommt mehr an den Baum. Und was zu wenig Regen mit den Bäumen macht, das finden wir jetzt raus. Dafür fahren wir hoch in die Baumkrone. Und los. Uiuiui. Das ist ja toll. Tschüss. Die Kabine hängt an einem Kran, dessen Ausleger hoch über den Bäumen schwebt. Also, rauf mit uns in luftige 45 Meter Höhe. Oh, das ist ja überragend. Guckt euch das mal an, Leute.
Wo fährst du uns denn jetzt eigentlich hin, genau? Fahren wir mal da drüben in die Ecke. Da sieht man schon einiges an den Bäumen. Ey, bei dem Baum sieht man es ja wirklich total. Also der hat kein Wasser gekriegt und ist abgestorben, ne? Genau, der ist total vertrocknet. Auch an den Bäumen, die noch leben, kann man schon deutlich sehen, die Nadeln sind viel, viel kleiner. Kommen wir noch dichter hin? Ja. Die Nadeln und Sprosse sind halt bloß halb so groß wie normalerweise. Okay. Und auch die Zapfen, quasi die Früchte der Fichte, wo die Samen drin sind, sind ganz verkümmert und klein. Die Bäume können nicht wachsen, weil sie ohne Wasser keine Photosynthese betreiben können. Für den Wald ist der Klimawandel also sehr schädlich. Die Forschungen von Christian können helfen, dass die Wälder den Klimawandel in Zukunft besser verkraften. Und wieder Boden unter den Füßen. Christian, das war richtig cool. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ein ganz besonderer Wald ist der Regenwald. Der wächst in der Nähe des Äquators. Regenwald gibt es also zum Beispiel in Brasilien, im Kongo und in Indonesien. Der Regenwald heißt Regenwald, weil es in der Region sehr, sehr viel regnet und gleichzeitig total heiß ist. Guckt mal. Wegen dieses besonderen Klimas leben im Regenwald so viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten wie sonst nirgendwo auf der Welt. Bunte Vögel, fleischfressende Pflanzen und sogar Orang-Utans. Aber der Regenwald ist nicht nur Wohnort für exotische Tiere. Er ist auch eine riesige Luftsäuberungsmaschine für unseren Planeten. Denn auch im Regenwald findet natürlich Photosynthese statt. Dank seiner enormen Fläche produziert er super viel Sauerstoff und ist deswegen wahnsinnig wichtig für unser Klima. Jetzt gibt's aber ein Problem. Jahr für Jahr werden im Regenwald immer mehr Bäume gefällt. Riesige Waldflächen gehen so verloren. Große Firmen nutzen die Flächen, um dann da Pflanzen anzubauen, mit denen sie viel Geld verdienen können. Und wie viele Bäume genau verschwinden, gucken wir uns jetzt mal an. Stellt euch mal vor, um mich herum wäre überall Regenwald. Und jetzt lassen wir mal die Stoppuhr laufen und gucken, wie viel Regenwald jede Sekunde abgeholzt wird. 1, 2, 3, 4. Unglaublich, oder? Alle 4 Sekunden verschwindet irgendwo auf der Welt eine Fläche Regenwald, so groß wie ein Fußballfeld. Das heißt, dass in einer Minute 17 Fußballfelder Regenwald verschwinden. Und das geht immer so weiter. Jede Stunde, jeden Tag. Und mit dem Regenwald verschwindet natürlich auch unsere Luftreinigungsmaschine und die Tiere verlieren ihren Lebensraum. Heftig, oder? Auf die gerodeten Flächen pflanzen Bauern oft Ölpalmenplantagen. Aus diesen Ölpalmen kann man nämlich Palmöl gewinnen. Palmöl ist ein sehr günstiges Öl, das in ganz vielen Dingen zu finden ist, die wir im Supermarkt kaufen können. Zum Beispiel in Keksen oder in Seife, in Cremes, in solchen Fertigsuppen, Brotaufstrichen und sogar in Müsli. Und dass überall da Palmöl drin ist, kann man wirklich nur sehen, wenn man ganz genau auf die Zutatenliste guckt. Wenn wir also alle darauf achten, weniger Dinge mit Palmöl zu kaufen, dann schützen wir gleichzeitig den Regenwald. Der Wald erzeugt Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen und ist eine riesige Luftreinigungsmaschine. Gecheckt. Das hier ist Johannes. Er ist Zimmerer und hat schon mehr als 150 Baumhäuser gebaut. Johannes hilft mir heute, auch eins zu bauen. Und wer, wenn nicht er, weiß, wie das geht? Letzte Checkerfrage. Wie baut man ein Baumhaus? Mei, also es wäre halt schön, an Buchen zu bauen. Buchen sind tolle Baumhausbäume. Die Bäume hier, oder wie? Genau, das sind 2 Buchen hier. Ja. Die stehen auch dazu am Waldrand. Waldrandbäume sind von Haus aus viel kräftiger. Weil sie den Wind abhalten müssen. Genau, die schützen ja die hinteren Bäume. Mhm. Und also die könnte ich mir gut ein Baumhaus drin vorstellen. Ja, perfekt. Bauen wir denn hier oder wie machen wir das? Ich würde es in der Werkstatt vorbereiten alles und dann hier montieren. Alles klar. Gut. Dann los. Gehen wir es an, ne? So, können wir anfangen zu bauen jetzt? Ja, unbedingt. Machen wir uns einen Plan zuerst. Aha. Weil mit einem gescheiten Plan ersparen wir uns später ganz viel Arbeit. Ah ja, logisch. Also wir zeichnen was auf. Würde ich sagen. Okay, nicht gucken, ja? Auf die Plätze. Fertig. Los. So, fertig. Wow. Guck mal. Also ich habe natürlich alle Häuser mit kleinen Türmen ausgestattet. Hier jeweils eigene Türen, Fenster. Wie findest du es? Ganz toll, wirklich Wahnsinn. Ja, oder? Würde ich total gern bauen. Ja, machen wir. Ja, das Problem ist halt,
Für so ein Baumhaus bräuchten wir sicher 8 bis 10 Wochen. Echt? Ja? Monate wirklich? Ja, Monate. Okay. Also ich hätte einen bisschen realistischen Gegenvorschlag. Den wir heute schaffen können. Den könnten wir heute schaffen. Okay, zeig mal. Okay, also komm. Trotz allem, also wenn man sich das mal kurz nebeneinander legt. Hier Traumbaumhaus, ja? Und was ist das? So, das ist tatsächlich... Eine Plattform. Das ist eine Plattform, die wird dann belegt mit Brettern. Mhm. Und da können wir noch ein Geländer drumherum bauen, dass es schön sicher ist. Ja. Aber trotzdem wäre cool, wenn da noch eine Art Aufzug ist, dass ich wirklich Sachen hochtransportieren kann. Super Idee. Die Einzelteile hat Johannes schon vorbereitet. Für Baumhäuser verwendet man am besten Hölzer, den Wind und Wetter wenig ausmachen. Damit machen wir gleich das Brett oben am Baum fest. Wir drehen keine einzige Schraube in den Baum. Und trotzdem? Bombenfest, ist ja Wahnsinn. Das ganze Baumhaus hängt nur an den 2 Spanngurten und an 2 Seilzügen und ist trotzdem sicher. Mit Flaschenzügen ziehen wir alles nach oben. So wird der Baum nicht verletzt und die Konstruktion geht nicht gleich kaputt, wenn es mal stürmt, weil alles einfach ein klein bisschen mitschwingen kann. Sehr gut. Mit der speziellen Methode von Johannes können wir es schaffen, das Baumhaus an einem einzigen Tag zu bauen. Unser Baumhaus entsteht in einer Höhe von etwa 3 Metern. So behindern wir auch keine Vögel, denn die nisten meistens weiter oben. Für den Boden von unserem Baumhaus können wir alte Bretter von einem anderen Baumhaus wiederverwenden. Zwischen den Bodenbrettern lassen wir immer so ein bisschen Platz. So kann das Wasser abtropfen. Geschafft! Top! Für unser Baumhaus hat Johannes mir eine richtige Abenteuerleiter gebaut. Jetzt fehlt nur noch ein Geländer. Soll ja keiner runterfallen. Ups. Ich finde, es ist richtig gemütlich geworden. Mir gefällt es auch total gut. Ich sitze total gern hier. Ja. Super. Schöner Platz. Oh, was noch fehlt, ist unser Aufzug. Oh ja. Den müssen Ganz wir wichtig. Das machen wir jetzt. Wir hängen einfach einen Mini-Flaschenzug in den Baum. Funktioniert. So soll's aufbauen. Mega gut. Für ein gutes Baumhaus braucht man starke Bäume und stabile Balken. Alles muss sicher befestigt sein. Checkt. So, jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte heute von euch wissen, wo wächst der Regenwald? A. In Europa, B. Am Äquator oder C. Am Südpol? Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Guckt mal. Ein ganz besonderer Wald ist der Regenwald. Der wächst in der Nähe des Äquators. Regenwald gibt es also zum Beispiel in Brasilien, im Kongo und in Indonesien. Richtig ist also Antwort B, am Äquator. Gut. Perfekt. Ein bisschen ein Stück Brot dazu. Ja, Leute, das war's vom Wald. Wir machen hier noch ein bisschen Picknick. Und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Im Baumhaus schmeckt's am besten. Am allerbesten. Der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt.